Hi so, und hallo. Da geht's weiter. Ja, mit Dead Space 2. Juhu, hat viel zu lange gedauert. Ja, echt. Ja, für euch vielleicht nicht. Weiß ja nicht, wie wir das hochladen. Aber egal. Genau, für uns viel zu lange. Ja. Was waren wir jetzt eigentlich? Also hier waren so Bücher und hier ist so... Ah, dann genau, da haben wir die Aussicht bewundert. Sag ich noch. Da haben wir uns gefragt, was das jetzt eigentlich ist. Ob das eine Raumstation ist oder eine Stadt. Ja, sieht aus wie Coruscant. Das heißt dann der Jedi-Tempel. Bisschen, ja. Egal. Weiter geht's. Genau. Sehen, was uns noch so erwartet. Ja. Was ist das da? Was ist, ach, die Bewohner. Ach, da so. Von wegen, der Marker. Ja, ganz toll. Hail to the Marker. Oh, komm hier. Sieht ein bisschen nach Kampf aus. Ja. Dana! Sie sind Ornithologin. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Ja, geht direkt weiter. Oh, ganz toll. Ja, aber ich würde sagen, Action. Steuern? Okay, machen kalt. Muss schießen. Aber ausweichen tut der von alleine? Ja, ich muss jetzt nur hier so... Oh. Okay, ja, dann versuchen wir zu überleben. Aua! Au! Au! Zieht das denn noch Energie ab? Das wäre nämlich echt mies. Ich glaube schon. Tut echt weh. Du kannst ja kaum heilen da. Immerhin schon ist der Arm. Ja. Lass mich. Zack und weg. Ich wollte gerade sagen, lass mich los und zack weg. Okay, ich habe gedacht, das verzieht sich jetzt erstmal, aber irgendwie. Stase. Sehr gut. Wo sind da die Schwachstellen? Ich würde mal sagen, irgendwie. Da, oder? In der Unterseite des Arms. Oh, das. Bam! Ja. Wer hat Geschnetzeltes bestellt? Wer puzzelt dich jetzt hier zusammen? Scheiße. Okay, aber nicht mehr den ganzen Kampf. Immerhin faire Checkpoints. Hast du gesehen? Achso, war so ein. Ja, was waren da? Chinese. Wie ging die nochmal? Kreisen. Ja. Okay, ach, du musst abhauen. Das erinnert mich irgendwie an die Stelle im ersten Teil, ne? Mit den Büchern da, mit diesen Bücherregalen. Och ne, nicht schon wieder! Oh Mann! Ha! Tschö, Kollege! Ja, hoffentlich. Oh, aber wir sagen erstmal tschö. Oh, das hat weh. Ganz toll. WTF! Power Ranger Fleet. Okay, jetzt geht's da weiter. Das ist echt geil gemacht, finde ich. Lass mich los! Oh, Junge! Wo musst du überhaupt hinschießen? Ah, da. Okay. Ah, raffinier! Ja, erstmal, aber erst. Bam! Nee. Ist hier so ein bisschen Durchzug, sag ich. Ja. Heftig. Ist er jetzt kaputt? Ey, ich hoffe mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Kapitel 6. Ja, hast du noch Munition? Bitte keine Folter, Mann. Isaac! Isaac, sind Sie da?
Könnt ihr mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, 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 es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns malen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin? Was heißt denn eigentlich, dass wir den gebaut haben? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aufgrund, weil wir ja das Ding gesehen haben und der hat sich ja so in unser Hirn gebrannt. Also es wäre auf jeden Fall möglich, weil wir haben ja Amnesie erlitten. Das heißt, wir können uns so oder so nicht mehr dran erinnern. Genau, und die haben den dann wahrscheinlich, dann haben wir gesagt, ey, guck mal, das gehört aber so und das so. Deswegen wissen wir, wusste Isaac, wie das Ding gebaut werden muss. Naja. Auf jeden Fall die Dana, also mit der wir die ganze Zeit über Kontakt hatten, hat es gerade eben zerlegt. Ja, das auch. Und die war böse. Da waren wir doch nicht immer, diesen Waschmaschinen, die so gewackelt haben. Aber kann ja sein, dass es mehrere Räume davon geben. Ja. Gibt. Also das ist irgendeine Frage. Ja. Die ich in die Ecke gefaltet habe. Eine Speicherstation. Am Brombeet. Nee, noch nicht. So, was ist denn jetzt hier? Das hört sich an, als würde jemand gegen irgendwas schlagen. Oder so. Ich würde es nicht wissen. Aber die haben doch, die uns eben gefangen genommen haben, eben auch zur Sekte gehört, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Okay. Alle krank. Bisschen. Das ist nicht. Außer wir. Naja, wir haben Amnesie, aber. Oh. Wir haben ein bisschen was am Schädel. Ja. Oh. Ja. Wenn wir es nicht wissen, wie lange der schon liegt. Ein bisschen. Ah, weiter Knopf. Jetzt ist Stase leer. Ja, die füllt sich ja wieder auf. Ja. Aber da Munition. Voll übersehen. Was war das? Da lag wieder eine Leiche in der Ecke. Ja, aber das ist ein Brummen. Irgendwie der Basics Bauch. Ja, vielleicht hat der Hunger, der hat doch noch gar nichts gegessen. Stimmt, aber wir sind schon. Ja, über diese Zeichen und. Ja. Kann sein, dass das ganze Licht immer nur von den Kerzen kommt? Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzungen. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Oh, sieh dich nur an, wie groß du geworden bist. Bitte hin. Struss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Der hat also auch Hallus. Kann es sein, dass Sie die Amnesie durch diese Gehirnwäsche von denen haben, von dieser Sekte? Ich weiß es echt nicht. Ja, es sind ja nur Vermutungen, weil er meinte ja irgendwie, dass wir die Sitzung mit der wiederhole, zurück Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Also irgendwas läuft hier rum. Irgendwas, was. Hier waren wir aber schon mal. Ja, kann sein. Das ist nämlich hier dieser. Ja, der Typ muss auch irgendwo sein, weil. Ah ja, da waren wir echt schon mal. Wie sind wir da lang gegangen beim letzten Mal? Also der Typ muss auch irgendwo sein. Der hatte im Hintergrund im Bild nämlich auch diese Sektenzeichen überall. Ja. Aber. Oh, ist ja echt mies, weißt du? Denkst du, yo, voll cool, ein Verbündeten und dann. Komm, was ist das? Die Dicken, die gleich an der Wand hängen. Am ersten. Oder ganz so. Hoffentlich läuft der nicht aus. Ich will nicht wissen, was er gegessen hat. Tritt mal rein. Ja. Sowieso immer das Beste, einfach mal reintreten. Boah. Fettes Schwein. Naja, er sagt wenigstens was zu essen. Ist noch? Da sag ich, grunzt doch mal. Ja. Was sieht denn da? Oh nein, diese kleinen Drecksviecher. Wow! Die schon wieder. Ich hasse die. Wie haut man noch, ne? R1. Boah! Bam. R1. Meine Güte hier, das ist. Ah. Knack. Und. Tot. Unsere Energie sieht aber nicht so gut aus. Ah.
Aha. Ich mach's kaputt. So. Okay. Natürlich war es das noch nicht. Nein. Meine. Boah. No. Zersägt die mal. Hey, ich bin Uri Geller. Uri Geller verbiegt nur Löffel. Egal. Ich hatte einen neueren Uri. Uri Geller, ich kann sägen. Komm her. Uri Geller verbiegt nur Löffel und verklagt Nintendo. Wieso Nintendo? Weil er meinte, dass das Pokémon Kadabra von ihm abgeguckt wäre. Weil es auch immer Löffel in der Hand hat. Hat aber natürlich verloren. Ist klar. Das war ja schon vor ihm da. Ja, wer weiß. Nee, Uri Geller gibt's auch schon länger. Wie denkt man nochmal nach jetzt hier? Fick. Oh, ich glaube, das ist voll. Da. Okay, war dann. Na, ja, schon gut. Was denn? Schon gut. Aber es ist da ein Shop. Tatsächlich. Ein Shop. Gehen wir shoppen. Ja. Überhaupt Geld? Bisschen. Auf jeden Fall war da gerade ziemlich viel Krach. Strahlmunition. Detonator. Ist das eine neue Waffe? Welche? Ja, sieht aus wie eine neue Waffe. Kontaktmine. Ich finde Kontaktminen bei so einem Spiel irgendwie unsinnig. Ja, dauert viel zu lange. Ja. Was haben wir denn hier noch so? Oh, davon können wir noch ein bisschen verkaufen, oder? Von mir aus. Oder willst du jetzt behalten? Nö. Blop. Ich benutze ihn ja eh kaum, diesen Speer. Eben. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Plasma-Energie. Ja. Können wir uns welche kaufen? Erstmal. Wenn man die halbe Munition bei dem Fieber vollballert eben, ey. Ja, komm, eins noch. Sollen wir so einen Knoten kaufen? Und dann? Machen wir drei. Oder sollen wir sparen? Ah, sparen wir. Komm, vielleicht kriegen wir ja bald wieder einen neuen Anzug. Das wäre besser, wenn wir dann Geld hätten. Ja. So. Was? Wie ist es? Unitology. Was war das? Ja, warte. Was ist das? Okay. Dong. Boah, fällt der Besen um. Der Besen hat ihm den Rest gegeben. Da ist irgendwo noch so ein Viehteil, was auch immer. Ah, die hängen überall. Ja. Ah, natürlich muss man da durch. Genau. Da, wo die immer am meisten hängen, ne? Wäre sonst langweilig. Okay. Die verschießen also auch so eine Art Mine. Das Geräusch ist meine Güte, wo sind die denn überall noch? Überall. Da auch. Okay, aber die Zeit nähert sich langsam wieder dem Ende für diesen Teil. Deswegen, ich hier noch so Gegner kalt. Genau. Und dann noch einen. Und wir sagen tschüss. Jo. Bis zum nächsten Teil. Oh, komm mal. Perfekt. Jo, bis dann. Tschüss.